Also ich habe als Pokémon Nummer 2 Amphira. Das war von Sonne Mond. Ich bin mir bewusst, welches Pokémon Amphira ist. Sehr schön. Was ist überhaupt nicht Filigran? Gengar. Oh mein Gott. Ein dickes Amphira, das wird was werden. Da bin ich mal gespannt. Ja, das wird überhaupt nicht anstrengend. Nein, gar nicht. Oh Mann, Patrick, willst du nicht ein anderes Pokémon auswählen? Das würde ich dich ja fragen, willst du nicht ein anderes auswählen? Ja, das ist ein anderes Pokémon, das ich habe, das ist auch nicht besser. Ach komm, Patrick, wir kriegen das hin, oder? Ja, also das muss jetzt gemacht werden. Passend zum Thema male ich sogar mit lila Farbe. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich doch keine Ahnung, was ich mache. Dieser Moment, Herr, wo du denkst... Herr, vergib ihm, sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Moment, wo du denkst, ha ja, du hast eine Idee. Und dann denkst du so, oh Gott. Es sieht einfach gerade aus wie so ein Angry Bird bei mir. Okay. Ich habe aber tatsächlich, ganz ehrlich, ich gucke Amphira an und ich kann mir nicht vorstellen, wie man da Gengar reinpacken soll. Oder vielleicht doch. Warte, ich verwerfe mein Angry Bird. Herausforderung angenommen. Ich fand jetzt eigentlich Amphiras Sachen recht einfach. Also, dann viel Spaß. Ja, dir auch, ja, ne? Ja, ich bin dabei. Ich bin auch gerade wieder dran. Ich weiß noch nicht, was jetzt final daraus wird. Ich bin, wie gesagt, irgendwie gerade eher so am... Ich modelliere mal einen Körper. Alles klar bei dir? Nein. Und das Motorrad schon startet. Ich finde mein Pokémon gerade sehr beängstigend, glaube ich. Wie macht Angie das immer mit dem Berserwerkzeug? Soll ich es dir erklären, oder? Ha ja, komm, hau raus. Hier, da lernen die Leute noch was. Du nimmst das Bezier-Werkzeug, machst dann einfach deine Pfade, also so entlang der Linie, wie du es haben möchtest. Und dann kannst du nachher über Rechtsklick dann auswählen, dass du eine Auswahl erstellen möchtest. Oder du machst halt Kontur füllen, je nachdem, was du damit erzeugen möchtest, sag ich mal. Theoretisch die Kontur, aber dann, ja, dann sollte man nicht alles umfahren, oder? Wenn du das mit Druck simulieren machst, dann nicht. Weil dann macht er ja dieses mit dick und dünn. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Woran nimmt er sich die Konturenstärke bei Druck? Nach deinem Pinsel. Du kannst dann aussuchen, du kannst, wenn du dann Rechtsklick machst, wählst du den Pinsel aus und dann musst du aber bei dem Pinsel noch die Stärke angeben, die du da gerne hättest. Dafür ist es ja Clip Studio Paint halt echt prädestiniert, ne? Du kannst halt einfach zeichnen ohne Probleme. Zeichnest einfach drauf los. Uch. Mir fehlt echt so ein bisschen die Routine mittlerweile dabei. Ja, deswegen machen wir das ja. Dass wir das jetzt öfters machen und dann... Oh, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob wir das öfters machen. Wieso muss das Bild drehen? Dann kann man zum Beispiel so Kurven besser malen. Mhm. Ja. Ich verstehe. Bei Disney haben die damals immer so einen Drehtisch gehabt. Also die haben dann so eine Drehscheibe auf dem Tisch selber gehabt. Ich glaube, an dem Ding werden wir länger dran sein als alle anderen, oder? Wie alle anderen? Als an Labras halt. Ja, an allen. Ich krieg's immer nicht ausgesprochen. Sagen, so an allen anderen, ja. Ja, genau. Labras, genau. Ja, so viele. Wir haben ja schon bestimmt so die 10.000. Folge nur die hochgeladen oder gemacht, aber... Ja, das ist eigentlich mein Abonnenten-Special, ne, das hier. Weil ich habe einen Abonnenten jetzt dann bald und den habe ich natürlich eingeladen, mit mir dieses Let's Draw zu machen hier, ne. Ich habe es ja über eine Losnummer gezogen, wer das hier mit mir machen wird, und du warst ja der glückliche Gewinner. Geil. Gell? Wie viele haben denn mitgemacht? Einer. Ja, geil. Gut, dass ich gewonnen habe. Wenn das Lotto-Spiel nur auch mal so einfach wäre. Ja, stell dir vor, spielst Lotto und keiner macht mit. Das wäre eigentlich voll geil. Ja, aber dann hast du nachher die falsche Nummer und dann ist eh egal. Stimmt eigentlich auch wieder, das ist scheißegal, wie viele Leute mitmachen. Ja! Solange du die Nummer nicht hast, ist es egal. Ich hab gar nicht dran gedacht. Ich war so, boah, wie geil das wäre, wenn keiner spielen würde und dann so, wer stimmt eigentlich? Ich habe so unglaublich lange bei Sonne Mond versucht, dieses weibliche Amphira zu fangen.
weil das Männliche einfach hässlich ist. Also, es entwickelt sich halt nicht weiter. Es ist ja süß so, dieses Kleine. Und vor allen Dingen, wie er immer lacht, wenn du ihn dann rausholst. Immer so, hehehe. Stimmt, das ist ja genauso wie bei Batribi. Ja, und dann war, glaube ich, die Chance, dass ein Weibliches kommt, ist, glaube ich, 10%. Und dann wollte ich sie aber noch mit einem gewissen Wesen haben. Ich glaube, es war sogar hartes Wesen wollte ich haben, oder? Nee. Nee, wenn da modest. Ja, dann was? Das ist auf Deutsch wär's. Oh Gott. Jetzt ja, fallen mir gerade gar keine Wesen ein, außer hart. Ich bin so gut. Du hast mich ja richtig angefixt mit deiner Switch Lite, ne? Ja. Du einfach nur, ja, passt schon. Was soll ich dazu sagen, außer ja. Ach, ist das AIDS. Oh, mir tut die Hand weh. Jetzt schon? Ja. Wie gesagt, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ja. Oh, unsere Eltern waren die besten Eltern, weil sie uns vor dem Fernseher haben sitzen lassen. Ja. Yeah. Und in den Pokémon-Film haben gehen lassen. So ist es, ja. Wobei, den habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Angeber. Ja, ich weiß also, es steht auch immer direkt in meinem Lebenslauf drin, so Achtung, hat den Pokémon-Film den ersten im Kino gesehen. Deswegen wirst du halt auch einfach überall direkt angenommen, ne? Weil die sagen, boah, was für ein Sympath. Ah! Ah! So. B! Ja. C! D! Oh je! Was ist jetzt passiert? Darf ich es überhaupt wissen? Gute Nacht! Ja. Die gute Nachricht ist, ich bin quasi fertig, oder was? Fertig. Es fehlen nur noch die Details. Okay. Schlechte Nachricht ist. Oje. Ja. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich überlege jetzt nur gerade, ich muss mal noch dieses Pink von Amphira in irgendeiner Art und Weise einarbeiten. Das habe ich halt gar nicht gemacht, ne? Das Pink von Amphira habe ich auch nicht drin. Okay. Aber das Grau. Ja, bei mir ist das Ding halt einfach an sich Gengar-Lila passt. Also meins heißt Amgar. Ammonster heißt das von mir. Das AM kommt von Amphira, das AR kommt von Gengar. Das Monster, weil es halt ein hässliches Kackmonster ist. Nicht schlecht. Trägt er eine Weste? So gesehen, sieht aus wie so eine Weste. Das sah davor aus wie ein Penis. Oh! Musste ich das nochmal ausbessern? Nicht schlecht, Patrick. Es hat seinen gewissen Charme. Ja. Es ist ein bisschen so. Es hat sich gehen lassen. Es hat sich gehen lassen auf die Jahre, ne? Ja. Und es flext. Und es flext, ja. Ich hab's gesehen, es flext. Meins flext leider nicht so sehr. Bitteschön, da ist Amgar. Oh, das sieht voll schön aus. Dankeschön. Ich finde ihn leicht creepy. Es hat halt irgendwie mehr von Gengar als von Amphira, aber... Ja, es hat halt... Es sieht trotzdem voll schön aus. Es hat halt die Augenform, aber die Farbe von Gengar. Dann habe ich halt den Mund kombiniert. Die Arme, klar, sind von Amphira und der Schwanz halt. Das hat einen sehr intensiven Blick. Das ist irgendwie so leicht romantisch. So leicht romantisch. Ha ja, jetzt geht mein Gengar-Amphira-Ding mit deinem aus, oder? Welches Gengar? Ich sehe nur da ein cooles Lapras, das da so reinguckt und dann deins drunter. Ich sehe da gar nichts dazwischen. Ach nö, du! Er hat es schon wieder gelöscht. Ah, da ist es ja wieder. Ach, da gab es wohl gerade ein kurzes Problemchen. Ich wollte gerade sagen, ach komm Patrick, ich kaufe dir einfach ein Grafiktablet. Und dann habe ich gerade gedacht, nein, du kannst dir nicht mal selber eins leisten. Ja komm, ich investiere mal. Oh warte. Oh warte, ich kann ja nicht mal mich selber finanzieren. Ist ja nur teurer als die Switch Lite. Eben. Nein, je nachdem. Wenn ich ein richtiges Angebot finde, dann könnte ich vielleicht sogar auf den gleichen Preis rauskommen, ne? Aber ich kann mir nicht mal die Switch Lite leisten, deswegen ist es egal. Und wir sehen uns in Part 2 mit Angie von Angie Arts und Patrick von... Oh, verdammt, ja, ich hab Patrick Zero gesagt. Zero. Er heißt nicht Patrick, er heißt
Heinrich. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.